Bangarang, Brudis und Schwestis, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt's ein Let's Play und zwar zocken wir heute die Mobile-Version von Mario Kart. Ich bin riesengroßer Mario Kart-Fan, deswegen konnte ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, da mal reinzugucken. Ich hoffe inständig, dass das nicht so ein Pay-to-Win-Gedöns wird, wie es bei vielen anderen Games der Fall ist. Deswegen habe ich gedacht, wir zocken das mal kurz an, ein, zwei Runden, gucken mal, wie so die Maps gestaltet sind, wie das Game an sich aussieht, wie es läuft, ob es stabil ist und wie es sich so verhält mit der Steuerung und so, weil das war so ein Ding, da habe ich mich wirklich schwer getan. Aber ich muss auch sagen, man kommt nach zwei, drei Runden, kommt man da easy rein. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los und checken es mal aus. Was ist das Menü? Hier sieht man im nächsten Bildschirm, da kommt man dann da rein, wo man sich die Fahrer aussuchen kann. Hier sehe ich natürlich wieder Potenzial dafür, dass man das sehr gut ausnutzen kann für so Pay-to-Win, um vielleicht bessere Cards zu bekommen mit mehr Boost oder... Es bietet da genug Spielerei so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und ich hoffe halt einfach, dass das nicht so ausartet, wie man es mittlerweile wirklich traurigerweise gewohnt ist. Ja, hier sieht man dann auch die Cards, ne? Ja, hier sieht man auch, es gibt gelbe Karten, graue, lilane. Ich bin mal gespannt, ob das was mit dem Seltenheitsgrad zu tun hat und ob das halt irgendwie krasse Vorteile bietet und ob die, und das ist das Interessante, käuflich zu erwerben sind für Echtgeld. Das bleibt halt abzuwarten. Ja, hier sieht man jetzt, gibt es die verschiedenen Modis. Hier gibt es 50 Kubik, 100 Kubik und 150. 50 habe ich eben gerade, das machst du als Tutorial, dann spielst du eine Runde kurz und dann hast du diese 50 Kubik Klasse. Ich habe jetzt für die Aufnahme, habe ich mal die 100 Kubik Klasse getestet und ich muss sagen, ging schon gut, ging schon flott ab. So. Hier sind wir dann jetzt auch drin im Game. Ich muss sagen, die Maps sind wirklich schön gestaltet. Gerade auch hier in der Mitte mit dem Donkey Kong Transparent. Finde ich echt sehr nice gemacht. Da schießen wir los. So, ihr seht jetzt, ich habe mich jetzt hier ein bisschen schwer getan. Ne? Das muss ich wirklich zugeben. Weil die Steuerung ist so ein bisschen, die ist, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Du musst dann mit dem Finger nach links sliden oder nach rechts sliden. Du musst aber nicht ständig den Finger auf dem Handy-Display halten. Und das war dieser Fehler, den ich gemacht habe. Du tippst einfach mit dem Finger einmal aufs Display, wenn du dein Geschenk halt aktivieren willst. Und ansonsten, wenn es immer geradeaus geht, lässt du halt die Finger vom Handy-Display. Und das war eine Sache, die ich am Anfang noch nicht so wirklich geprägt habe, wie man hier gut sehen kann. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich finde auch die Musik sehr stimmig. Und die Map, die ich bis jetzt hier gesehen habe in der ersten Runde, fand ich sehr schön gestaltet. Also es ist sehr turbulent alles natürlich, ne? Wie man das von Mario Kart kennt. Aber es ist auch sehr packend und man ist direkt im Feeling, sobald das Spiel losgeht. Ja, hier bei der Kurve sieht man jetzt, jetzt kriege ich es langsam und kriege ich die Lenkung so ein bisschen gebacken. Ich habe halt diese Pro-Lenkung direkt von Anfang an eingestellt. Das kriegt man auch als Empfehlung mit, dass man die soll direkt aktivieren. Dann hat man halt diesen Boost nach dem Sliden, den hat man dann auch. Aber dementsprechend schwer fällt dann erstmal der Einstieg. Jedenfalls fiel er mir ein bisschen schwer, ne? Aber hier sieht man dann auch, ich bin jetzt gerade erster Platz und ich glaube, die Runde ist jetzt auch hier gelaufen. Jawohl, ich bin erster Platz geworden. Man findet relativ schnell, findet man rein. Die ersten ein, zwei Runden sind ein bisschen stressig, muss ich zugeben. Aber ja, hier sieht man auch, ich habe jetzt gerade Level 2 geschafft, also sammeln wir EP, ne? Das ist ein EP-basierendes Handy-Game. Finde ich grundsätzlich immer gut, so, dass das hat dann zur Folge, dass man auch so eine Langzeitmotivation hat. Und ich finde, bei Handy-Games ist das, oder generell bei Games, ist das das Wichtigste, dass man halt so eine Langzeitmotivation hat. Das Spiel macht an für sich erstmal einen coolen Eindruck. Ich habe schon mal probiert, in die Coins reinzugehen oder in die Diamanten. Ihr seht das. Das ist eine Sache, die macht mir immer Bauchschmerzen.
ja, das ist bei Handygames immer so eine Krankheit, ne? Aber generell ist das heutzutage so eine Krankheit mit Ingame-Käufen. Ich hoffe nur, dass man mit diesen Ingame-Käufen das Spiel an sich nicht zu krass bestimmen kann, um sich da Vorteile zu erkaufen, ne? Sprich, ich stecke eigentlich sehr, sehr wenig Geld in Handygames, wenn überhaupt. Und ich fände es schade, wenn jemand, der einfach da, keine Ahnung, da 300-400 Euro reinsteckt, dann konkurrenzlos ist, ne? Das versaut ein Game an sich. Die nächste Map für den nächsten Cup fand ich ganz okay. Ist ja bald nicht ganz so meins. Das hat aber damit zu tun, dass sich ein großer Teil der Rennstrecke im Wasser abspielt oder unter Wasser. Und das ist jetzt nicht ganz so meins, ne? Muss ich wirklich zugeben. Hier sieht man jetzt auch wieder hier, du siehst, ich habe diesen Linkstrall in der Rechtskurve. Das hat halt damit zu tun, weil du willst unbedingt das Handy berühren. Du hast das Gefühl, du musst halt mit dem Touchscreen arbeiten. Aber das verliert sich mit der Zeit dann auch, muss ich wirklich zugeben. Ja, hier sieht man das jetzt, dass die Strecke hier, die ist unter Wasser, der erste Teil. Und das ist halt so eine Sache, da bin ich nicht ganz so der Fan von, ne? Muss ich wirklich gestehen. Ist zwar nett gestaltet, gerade jetzt hier dieser Abschnitt, wo man durch diese Grotte fährt, finde ich nice, finde ich sehr schön gemacht, ist auch gelungen. Und das mit dem Unterwasser, diese Unterwasserteile von der Strecke, das ist halt Geschmackssache. Dafür finde ich das jetzt hier wieder schön mit den Palmen und sowas, finde ich für ein Handygame, finde ich es eigentlich liebevoll gestaltet. Man muss ja halt dazu sagen, es ist ein Handygame, ne? Aber es macht viel Spaß, wenn man das mal mit der Steuerung richtig raus hat, dann kann man da wirklich einige Stunden mit verbringen, ohne dass man sich großartig langweilt oder dass es ein, zu einseitig wird, ne? Ich denke, diese Einseitigkeit, die Gefahr auf Einseitigkeit nimmt einen auch diese Vielfalt an Strecken. Ich habe mal ein bisschen reingeguckt, was da noch so an Strecken kommt und ihr könnt da wirklich gespannt sein, ne? Also an Strecken gibt es erstmal genug Auswahl. Ich hoffe, in Zukunft kommen da noch mehr Maps. Ja. Hier muss man auch diesen Krebs mal wieder ausweichen. Man kennt, es ist auf jeden Fall nichts Neues, ne? Aber ich glaube, Mario Kart-Fans wird das voll und ganz bedienen. Gerade weil man es halt unterwegs zocken kann, ohne dass man eine Switch haben muss, ne? Ich habe zum Beispiel auch eine Switch, aber ich zock da drauf jetzt. Ja, wenn du in der U-Bahn sitzt oder du wartest nach der Schule auf deinem Bus, dann ist das schon cool, weil du nimmst auch eine Switch nicht mit in die Schule, ne? Aber dein Handy hast du immer dabei. Und darum finde ich, ist das eine ganz praktische Sache, dass es jetzt endlich mal Mario Kart als Mobile-Version gibt. Meiner Meinung nach viel zu spät eigentlich. Verstehe ich gar nicht. Aber ihr solltet es euch downloaden. Es ist ja zum Download gratis. Und ich kann es fürs Erste nur empfehlen. Bleibt halt abzuwarten, wie das ist mit den Ingame-Käufen. Ich kann nur sagen, steckt da nicht zu viel Kohle rein. Es ist immer so eine Sache mit Mobile-Games. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich kann nur sagen, ladet es euch runter, probiert es mal aus. Das ist keine bezahlte Werbung oder sowas. Ich krieg dafür nichts. Es war einfach nur dieses Feeling, weil ich großer Mario Kart-Fan bin, das mich dazu bewegt hat, dieses Handy-Game mal auszuchecken. Und ja, Leute, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß dabei. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Auf diesem Kanal gibt es regelmäßig Reactions, Vlogs und Let's Plays. Und wenn ihr euch für sowas begeistern könnt, dann seid ihr mit dem Abo hier an der richtigen Stelle. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten, haut rein und macht's gut. Ciao.